Und damit willkommen, liebes Universe, let's play Left 4 Dead mit dem bösen Chaos Joker. Ja, erstmal ein frohes neues Jahr 2011. Glückwunsch nachträglich, Luxi. Ich hatte es zwar schon mal gesagt, aber naja, ich sag's jetzt halt nochmal. Ja, ihr wollt es, ihr kriegt es. Left 4 Dead. Ja. Nachdem ich über ein halbes Jahr lang damit genervt worden bin, kommt wieder mal ein Shooter. Weil Gott die Welt gesagt hat, mach doch mal einen Shooter, mach doch mal Fallout, mach doch mal Left 4 Dead, mach doch mal The Sacrifice. Hab ich bestimmt an die 100 Nachrichten gekriegt, nur den Betreff hatten, dass ich diese Sacrifice-Kampagne aus Left 4 Dead 2 nachhole. Und so weiter und so fort. Deshalb nun hiermit die offizielle Ankündigung zu Left 4 Dead. Und bevor ich mit dem Drehen beginne, oder mit dem Spielen beginne, ein, zwei grundsätzliche Votes und Sachen, die ich noch loswerden möchte vorher. Und zwar zum ersten, das leidige Thema Ladezonen. Ich stelle euch hier einfach mal drei Optionen. Und zwar die Option 1 ist, dass ich jede Ladezone drin lasse und meine mehr oder weniger bewährte gute Ladezonenmusik unterlege. Oder halt irgend sonst was. So, der Modus 2 ist, ich lasse die Ladezone drin, allerdings ohne die Musik. Das heißt, ich werde völligen Bullshit labern oder keine Ahnung, irgendwas. Ich muss mir da halt noch irgendwas einfallen lassen. So. Oder ich mache es ganz einfach so, ich schneide die Ladezone schlicht raus. Können wir auch machen. Liegt jetzt an euch. Das heißt, ich werde euch auch genug Zeit lassen, weil, wie schon gesagt, es ist nur ein Ankündigungsvideo und ich werde, wenn überhaupt, werde ich gegen Ende der ersten Januarwoche anfangen zu drehen. Bis dahin geht auch dann der Vote. Der Vote würde ich sagen, so bis zum 5., 6. Januar 2011. Nur damit ihr wisst, wann Ende ist ungefähr. Das heißt, am 5., 6. werde ich dann anfangen zu drehen, denke ich mal. Ja, das wäre dann das Erste. So, dann der nächste Vote wäre, als welcher Spieler ich spielen soll. Bill, Zoe, Francis, Lewis. Mir ist es im Prinzip völlig Latte. Ich bin auch bereit, während den ganzen Kampagnen zwischendurch mal zu wechseln. Habe ich auch kein Problem mit. Nur, da müsst ihr dann aus dem Quark kommen und müsst mir das entsprechend in die Comments posten oder PN oder so irgendwas. Bitte, 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 bitte keine Kanalkommentare. Werde ich auch nicht in die Votes mit aufnehmen. Hat einfach damit zu tun, ich habe keine Lust, dass auf meinem Kanal dann steht, Bill. Und dann steht da halt Bill. Und das sieht irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, sieht irgendwie merkwürdig aus. Naja. So, und bitte, bitte, bitte auch keine Kommentare nach dem Motto, mach wie du willst oder sonst irgendwas. Diese Kommentare werde ich nicht werten. Weil gerade die Leute, die am meisten schreiben, mach wie du willst, das sind die, die am hinter, das sind die, die am meisten hinterher rummaulen. Wenn euch das egal ist, dann schreibt lieber nix, da habe ich mehr von. Ich werde auch Kommentare, die in die Richtung gehen, werde ich auch völlig, weiß ich nicht. Naja, werde ich auch völlig außen vor lassen. So. Sollte keiner antworten, beziehungsweise sollte euch das irgendwie alles egal sein, was ich mache, dann werde ich es wie folgt machen. Dann werde ich Ladezonenmusik benutzen. Und als Charakter werde ich grundsätzlich zufällig nehmen. Das heißt, es kommt irgendwas raus. Irgendein Charakter. Scheißegal welcher. So. Ich werde jede einzelne Kampagne durchspielen. Zur Extra-Kampagne The Sacrifice komme ich gleich. Da gibt es noch was, was ich extra machen möchte. Der Schwierigkeitsgrad wird bei mir sein normal. Weder fortgeschritten noch Experte, weil ich bin allein und nichts gegen die Computer-KI, die ist schon gut, aber so gut dann auch wieder nicht. So. So viel dazu. Ja, gerade diese Sacrifice-Kampagne und überhaupt das ganze Projekt binde ich an eine Bedingung. Und zwar an die Videoaufrufzahlen. Das heißt, ich werde die erste Kampagne abdrehen. Dann werde ich mir das Ganze angucken. Und wenn ich feststelle von euch, das interessiert keinen, was ich hier mache, dann werde ich Left 4 Dead augenblicklich abbrechen. Richtig, habt ihr gehört, das werde ich dann augenblicklich abbrechen. Leute, seid mir nicht böse, aber ihr könnt mir nicht alle auf den Sack gehen mit Shooter und mach mal und hier und tu mal und dann hinterher guckt sich das keine Sau an. Da komme ich mir ehrlich gesagt leicht verarscht vor. Möchte ich nicht, will ich nicht. Tut mir auch leid, dass ich euch im neuen Jahr schon so anpissen muss, aber sowas geht mir auf den Sack.
Wenn dich das interessiert, was ich mache, das ist in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Nur nervt mich nicht damit, dass es irgendwelche Sachen zu Let's Playen und dann hinterher sie nicht anzugucken. Das ist in meinen Augen eine Frechheit. So viel nur dazu. Gerade auch die Sacrifice-Kampagne werde ich genau daran aufhängen. Das heißt, wenn ihr die erste Kampagne von mir guckt und die ganzen anderen Kampagnen euch scheißegal sind, werde ich Sacrifice weglassen. So ist übrigens, by the way, kein Blind Run. Ich habe Left 4 Dead schon durchgespielt, also die Kampagnen zumindest durchgespielt. Und das Sacrifice, naja, so halb. Beim Ende bin ich verkackt, aber naja, meine Fresse. Soll halt nicht vorkommen. Tja, wie immer gilt, ich bin kein Shooter-Gott, also erwartet keine unglaublichen Höchstleistungen oder sonst was. Und sämtliche Anfragen für Together oder sonst irgendwas bei Left 4 Dead lehne ich hiermit schon mal kategorisch ab. Hat folgenden Hintergrund. Es ist ein Let's Play und ich möchte das Let's Play alleine machen. Zumindest ist es bei mir so geplant, als dass ich es alleine mache. Es hat nichts damit zu tun, dass ich euch nicht leiden kann oder sonst irgendwas. Nur, ich habe keinen Bock, gerade wenn ich Togethers mache, zwei Folgen zu haben, wo ich wirklich mit vier Leuten da durch die Gegend renne und dann wieder drei Folgen, wo ich alleine bin und wo überall verschiedene Leute sind und jeder quackt was anderes dazwischen. Das ist mir ehrlich gesagt zu unübersichtlich und naja, weiß nicht, das ist irgendwie, ist mir nichts, weil dann hätte ich es definitiv als Together auch rausgehauen. Noch dazu, gerade mal einen vernünftigen Server zu finden bei Left 4 Dead oder gar Left 4 Dead 2, das ist einfach nur eine Katastrophe. Noch dazu, weil Steam nicht wirklich vernünftig arbeitet und so weiter und so fort. Ja, wie schon gesagt, also gerade was die Viewzahlen angeht, ich verlange von den Videoaufrufen jetzt keine Höchstleistung, also es müssen nicht 100 Aufrufe oder so irgendwas sein. Nur ich muss feststellen, dass mehr als meine Stammzuschauer sich das Ganze angucken. Ja, ich weiß, ich habe vier oder fünf Stammzuschauer, die immer mal wieder reinschauen oder konstant auch reinschauen. Und der Rest von euch, den interessiert das irgendwie nicht so wirklich, was ich am Machen bin. Ich meine, gut, da habe ich keine Probleme mit. Nur gerade hierbei liegt es sehr, sehr schwer, weil mir sehr, sehr viele wirklich gesagt haben, mach das, mach das, mach das. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss es nur einmal nochmal klar sagen für den Fall, dass ihr vollgespult habt und irgendwie, naja. Wie schon gesagt, der Vote läuft bis 6. Januar, denke ich. Und dann werde ich auch dann entsprechend anfangen, das Ganze abzudrehen. Oder anfangen zu drehen. Dann werde ich mit No Mercy Hospital als erstes anfangen. Oder nee, Mercy Hospital heißt die Kampagne. Jo. Ja, das war dann so viel. Das waren dann die ganzen Ankündigungen und Sachen für Left 4 Dead. Alles andere, es gibt noch so ein paar grundsätzliche Sachen, aber da mache ich, denke ich, nochmal irgendwas extra. Weil mir da noch so zwei, drei Sachen am Herzen liegen, die ich noch sagen möchte. Aber naja, wie schon gesagt, ich mache ich ein extra Video zu. Das war jetzt nur Left 4 Dead. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann eventuell wieder in der ersten Folge am 6. Januar. Bis dahin. Viel Spaß beim Auskurieren. Bye bye.